Folge mir. Hallo, Schwester. Perse, die ganze Basis bebt. Sie wird zusammenbrechen. Bitte, du musst mich rauslassen. Ha, ich habe es endlich rausgefunden. Du hast die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Können wir darüber später reden? Wir müssen uns beeilen. Dakrai war nie hinter dir her. Es war Cresselia, das es zu dir gezogen hat. Das macht ganz schön viel Sinn. Sie sind schließlich zwei Seiten derselben Münze. Der neue und der volle Mond. Und jetzt gehört es mir. Weißt du, was ich jetzt habe, Diana? Okay. Mit deinem Cresselia kann ich Dakrai dazu überzeugen, alles zu tun, was ich will. Persephone, bitte. Du musst mich hier rausholen. Ich bin... An was erinnert dich das? Persephone, es tut mir leid. Es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Aber wenn du mir nicht hilfst, dann schaffe ich es nicht. Oh, ich bin sicher, du findest deinen Weg nach draußen. Schließlich konnte ich es auch. Wir sind jetzt, okay. Das ist fies von ihm. Von ihr. So, ich ignoriere sie. Wir müssen uns beeilen. Die Basis wird bald zusammenbrechen. Miri, ich brauche deine Hilfe, bitte. Einer dieser Steine ist runtergefallen und hat den Fingerabdrucksensor kaputt gemacht. Also ist das Schloss zerstört. Da drüben ist das Administrator-Panel. Ah, da können wir mit der Manafi-Fähigkeit hin. Alles klar. Kann ich auch einfach gehen, ohne das zu machen? Wäre das okay? Kann ich sie einfach zurücklassen? Könnte man das tun? Wahrscheinlich. Nee, ich glaube nicht. So fies ist nicht mein Insurgents. So. Probieren wir unsere neue Fähigkeit aus. Da drüben will ich hin. Dankeschön. Jetzt will ich aber auch wieder zurück. Das wäre sehr fein. Und Baloo ist 88 mal unfähiger. Das ist auch sehr fein. Wo wir es von sehr feinen Dingen haben. So, komm. Miri, ich schuld dir was. Du hast mein Leben gerettet. Lass uns von hier verschwinden. Geld nehme ich immer gern. Oh, Diana, Miri. Was für ein Glück, dass es euch gut geht. Ich habe gesehen, wie Persephone entkommen ist. Aber ich wollte nicht gehen, bis ihr raus seid. Uns geht's gut. Danke, dass du dir Sorgen gemacht hast. Du musst nicht... Ups. Das war's wohl mit der Basis. Nun, das war laut. Ich denke, das ist das Ende des Infernalkults. Ja, nächster Kult besiegt. Wie schön, wie passend, dass ein Kult des Feuers und des Bodens unter der Erde begraben wurde. Hör zu, wir müssen weitergehen. Ich habe keine Pokémon. Persephone hat sie alle genommen. Ich werde sie verfolgen. Sie scheint was Neues mit Dakrai zu probieren. Ich denke, es ist das Beste, wenn ihr nach Narratown geht und dort mit der Pokémon-Liga weitermacht. Oh. Es gibt keine achte Arena, nicht seit der erste Auge verschwunden ist. Aber vielleicht findet ihr einen übrig gebliebenen Orden, damit ihr reinkommt. Ja, wild. Wie auch immer, ich gehe jetzt weiter in den Wald. Ich werde da meine Schwester konfrontieren. Ohne Pokémon? Das scheint mir gefährlich zu sein. Miri, ich wollte dich das nicht bei ihr fragen, während sie da ist. Aber hast du gesehen, ob Kalrath raus ist? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen. Wie auch immer, ich bin sicher, es ist alles okay. Ich gehe jetzt weiter. Narratown scheint der sicherste Weg zu sein. Aber ich werde zuerst nach Geartown gehen, okay? Dort hatte der Auge seine Arena. Ich bin sicher, es gibt dort Informationen, wo wir den Orden finden können. Am besten teilen wir es auf. Du gehst einfach weiter nach Süden, okay? Und pass auf dich auf. Okay, wir haben vielleicht zwei Kulte besiegt, aber es gibt drei weitere. Also, pass auf. Klar. Mach ich immer. Nach Süden müssen wir. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal auf der Map an. Damit ich einen besseren Überblick habe. Nach Süden. Warte, was? Da muss ich hin. Wie komme ich da hin? Muss ich da durch den Berg wieder? Nee, der ist ja jetzt verschüttet. Okay. Wir schauen mal. Wo
ist das Pokémon Center. Bin ich vorbeigelaufen? Nee, es ist weiter unten. Ich glaube, es ist weiter unten. Das ist fein. Oha! Aquila ist minus einmal unfähig als Miri. Warte! Warte, heißt das? Warte! Ich weiß nicht, ob das legal ist. Gut, dann schaue ich mal, wo ich weitergehen muss. Ich habe nämlich gar keine Ahnung. Und Baloo ist 118 mal unfähiger als Miri. Das ist gut. Das finde ich eine gute Zahl. Komme ich hier weiter? Ne, von hier komme ich, oder? Wo muss ich hin? Das kann ja nicht richtig sein. Hier war ich. Hier muss ich hin. Aber wie komme ich hier hin? Ah, das ist verwirrend. Oha, und Saskia macht einfach Baloo ist nur dreimal ist minus dreimal unfähig als Miri. Nun, das ist aber fies. Wie komme ich denn weiter? Ich bin gerade etwas verwirrt, muss ich sagen. Beschleunigen mal. Das Taxi bringt mir halt nichts. Hier hinten geht es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr weiter, oder? Ah ja. Oh! Hi, Celebi. Gehörst du nicht zu Nora? Nun. Anscheinend nicht mehr. Es ist jetzt allein unterwegs. So. Wo habe ich denn Schutz? Hier komme ich auch nicht weiter. Ist das verwirrend? Das ist ein Sonderbonbon. Ah, da komme ich ohne Kraxa gar nicht hin. Wie soll ich denn nach Süden gehen? Wie komme ich weiter nach Süden? Nun. Oh, wir haben noch nicht gekämpft. Wie kann das sein? Habe ich hier nicht alles erkundet? Okay. Nun. Ja, fies. Fies. Einfach geknuddelt. Rechts unten geht's weiter. Okay. Na gut. Aber ich konnte jetzt nochmal eben hier die Arena. Die Trainerin nachholen, die ich anscheinend irgendwie übersehen habe. Dafür bin ich rein, ganz eindeutig. Ja. Das war der Plan. Jubeljong! Das ist nicht gut. Tu das doch nicht. Au, der Hagel. Und der trifft mit dem Hurricane. Ah ja. Ja, so machen das faire Trainer mit Hurricane-Treffen. Habe ich gehört. Ganz eindeutig. Okay. Nein, es hat überlebt. Fies. Fies von ihm. Oh, und ein KP. Das ist nicht nett. Na gut. Ich benutze meinen Fluchtzeug, weil ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Nun. Ich habe doch noch ein Fluchtzeug, oder? Ich habe viel zu viele Items. Ich habe viel zu viele Items. Wow, habe ich kein Fluchtseil mehr? Oh nein. Sieht nicht so aus. Okay. Gut, anscheinend laufen wir hier doch raus. Ja, aha, ich erinnere mich hieran. Okay. Ich gehe da noch mal heilen. Das war interessant. Ja, all die Items und kein Feuerstein. Das ist echt fies. Das ist richtig gemein. Unten rechts. Hier, ist das hier unten rechts?
Da ist ein Mannerviech. Oh. Wo komme ich denn damit hin? Das wollte ich nicht drücken. Oh. Das war schon beim letzten Mal das Problem. Diese Stelle hier. Dass ich da immer A drücken will. Geht's hier weiter? Was ist das hier? Aha. Aha. Okay. Ja, die Krax da habe ich ja leider nicht. Hallo? Hm, das weiß ich auch nicht, wie man da hinkommt. Mit Kraxler wahrscheinlich. Okay. Au, das hat überraschend. Das ist schneller. Und da auf Odaro gewechselt. Das ist gemein, will ich nur sagen. Jetzt aber. Oh. Du wechselst gerne, oder? Nur das war ein dummer Wechsel. Das war ein sehr, sehr dummer Wechsel, ehrlich. Also da habe ich schon Cleveres gesehen, muss ich sagen. Um einiges Clevereres. Gecrittet. Gemein. Er hätte ja auch einfach One-Hit sein können, ja? Ganz ehrlich. Hier, einfach Mega-Entwicklung, weil ich es kann. So. Wiedersehen. Ich wollte nur eben das Level hochbringen. Weil wir so kurz vorm Level up sind. Oh, hier geht's raus. Oh. Oh, Lederking. Okay. Nein, danke. Na gut. Ein Eis. Möchte jemand ein Eis? Ein erfrischendes Eis. So, wir sind anscheinend auf der nächsten Route. Sehr cool. Das ist sehr fein. Muss ich sagen. Oh. Kein One-Hit. Das ist sehr fies. Hätte auch ein One-Hit sein können. Das hätte ich besser gefunden. Don't fahren. Hallihallo. Auf Wiedersehen. Und nochmal Spezialeingriff geboostet. So muss das sein. Stevens. Wir haben Stevens besiegt. Ey, ich komme gar nicht an die Bären ran. Das ist ja gemein. Hallo. Ich habe ein seltenes Pokémon. Oh, sie will einen Starter dafür. Habe ich leider nicht. Also zumindest nicht für dich. Aber nette Idee, nette Idee. Aber nein. Definitiv nein. Ein Kampf-Pokémon. Ich habe da ganz schlechte Neuigkeiten. Das hier ist eine Psychofee. Und die mache ich jetzt fertig. So. So in etwa. So habe ich mir das vorgestellt. Au. Oh, es ist das Falsche. Toll. Toll. Ihr könnt auch nicht hier jetzt wirklich Eis in Chat schreiben. Das ist nicht fair. Jetzt will ich auch Eis. Das ist ja gemein. Fies. Und ich habe kein Eis. Traurige Geschichte. Ich hatte das mal. Schwebt das? Miri aus der Vergangenheit. Hatte das Schwebe? Ich weiß es nicht mehr. Aber das geht auch so. Oh, Pudding hat das hinbekommen. Oh. Hm. Nein, ich bin verwirrt. Ach, egal. Das wird schon. Oh. Rippt meinen Angriff. Trotzdem One-Hit. Das ist ein bisschen traurig. Aber nur ein bisschen. Nun. Hi. Für einen Marathon trainierst du. Das ist ja interessant. Hopp. Süß. Kann das irgendwas gegen mich? Ich hoffe nicht. Wir werden es rausfinden.
Okay, springt. Wiedersehen. Sehr schön. Oh, sie hatte nur ein Pokémon. Und ich bereite alles dafür vor, mich so zu boosten. Und sie hat einfach nur ein Pokémon. Ich bin etwas enttäuscht, muss ich sagen. Kein cooles Pokémon im Gras. Na gut. Komm schon, cooles Pokémon im Gras. Komm schon. Hallo? Oh, das ist wirklich ein cooles Pokémon. Togekiss ist sehr fein. Ich mag Togekiss sehr gern. Oh, wir müssen surfen. Oh, das nächste feine Pokémon, ein Reptane. Reptane ebenfalls sehr fein. Das ist nicht fein. Das entwickelt sich in Salami vor allem, das Pokémon. Wie wir alle wissen, Legende Arceus. Leider kein Feuerstein. Na dann, Attacke. Zeig, was du kannst. Ah. Kann das was gegen mich? Warte, hatten wir das nicht gerade, aber die Vorentwicklung. Interessant, sorgsam. Das ist ja nett von dir. Ich möchte mich nicht sorgen, wenn das okay ist. Überlebe ich noch einen? Nein! Oh, ich hatte gehofft, ich überlebe einen. Nun, Baloui macht das. Das war ja kein cooles Delta. Die Katze ist ja nur gruselig. Das war ein gruseliges Delta, das, was wir da gerade gesehen haben. Die komische Katze. Tschüss. Kleine Schlange. Und zum Schluss noch ein Hund. Hatten wir alles dabei, was es so gibt. Oh. Ah, wenn ich jetzt Mega-Entwicklung gehabt hätte, hättest du mich nicht treffen können. Aber naja. So ist das eben. Sind wir langsam mal fertig? Was ist das für eine Route? Ach, hey. Ich habe mein Lieblings-Pokémon gefunden. Es ist Pikachu. Aber es ist anders. Wir haben es gewonnen. Tschüss, Pikachu. Wiedersehen. Nein, danke. Nein, danke, Pikachu. Sind wir in der nächsten Stadt? Ja. Oh nein. Wer bist du? Nein, ich wollte mich heilen gehen. Kannst du bitte weggehen? Du siehst klein aus. Fies. Nicht nur du. Deine Leute. Irgendwie seid ihr zerbrechlich. Es ist seltsam. Es ist sehr anders. Ich bin nicht sicher, wie ich es beschreiben soll. Du weißt nicht, wer ich bin, nicht wahr? Nun, du hast nicht viel von uns gesehen. Und das wirst du auch nicht, bis wir unseren ersten Schritt tun. Tut mir leid, aber das ist etwas, das wir tun müssen. Alles wird so sein, wie es die Meisterin vorhergesehen hat. Du und der Söldner, der falsche Prophet, ihr habt den Infernalkult besiegt, okay? Und du hast den Abyssalkult ganz alleine besiegt. Und jetzt werden sich die Teile des Kristalls wieder bewegen. Sehr bald wirst du die wahre Macht des Kristalls sehen. Unseres Kristalls. Tut mir wirklich leid, aber es ist Zeit für die Erde, zurück zum Spiegel zu kehren. Okay. Oh ja, der jährliche Markt. Das hört sich ja spannend an. Okay, das war eine beunruhigende Begegnung, würde ich sagen. Eine sehr beunruhigende Begegnung. Kann man wahrscheinlich so sagen. Nun. Wild. So. Ah, nee. Bringt ja nichts. Nee, nee. Das wollte ich gar nicht. Aber wenn es hier einen Markt gibt, gibt es wieder gerandomized Items vielleicht. Mit dem habe ich gerade schon geredet. Okay. Komm schon. Heute haben wir Glück. Heute ist der Feuerstein dabei.
Nein. Okay, aber bei ihm. Feuerstein. Aha. Zekrom-Weste. Despotar-Rüstung. Okay. Münzamulett. Okay. Nope. Verkaufst du auch was? Wahlschall. Okay, nehmen wir mal mit. Leider immer noch kein Feuerstein. Das ist echt traurig. Ja, so viele Dinge zu kaufen. Aber nur eine Sache, die ich wirklich haben will. Nein. Traurig. Ja, ja. Feuerstein? Komm schon. Kein Feuerstein. Das ist traurig. Okay. Nach Midnight Town kommt man damit. Auch cool. Hi. Ich habe dieses schöne Blatt gefunden. Was? Hat er mir jetzt einfach nur ein Blatt gezeigt? Nein. Ich dachte, ich bekomme das von ihm. So nah. Es war so nah. Der Feuerstein. Wir waren ihm so nah. Habt ihr das gesehen? Wir waren ihm so nah. Warum gibst du mir nicht den echten Feuerstein? Oh. Oh, Mann, ey. Das war jetzt richtig fies, muss ich sagen. Das war gemein von ihr. Hier, bist du ein Feuerstein, den du seit Stream suchst, seit Stunden. Kriegst du aber nicht. Haha. Das ist gemein. Ah, das für eine Item-Trade-Quest, okay. Aber leider kein Feuerstein. Ich hätte schwören können, ich habe ein Zelt in Drachen über Nara Town fliegen sehen. Okay. Es sah blau aus. Könnte das sein? Nein, das sind Pokémon aus Höhen, nicht wahr? Okay. Ja. Nein, ich habe mich nicht vor den Vögeln erschreckt. Nee, nee, niemand. Ja, der blöde Markt hat mir gar nichts gebracht. Sagt er, er redet nur mit talentierten Leuten und sagt, ich soll gehen. Ich zünde jetzt einfach sein Haus an. Fies. Das ist richtig fies. Das ist richtig fies. Okay, ich glaube, wir haben jetzt aber alles gesehen. Na gut. Ah, nee, da unten haben wir noch was. Saskia, viel Spaß im Lurk. Komm schon. Ach nee, warte, hier kann ich gar keine Feuersteine kriegen. Hier kriege ich nur Pachirisu. Kämpfst du? Nee, der will nicht kämpfen. Ich glaube, der gibt mir einen Feuerstein. Oh, nein. Das will ich nicht. Ich will keine Megasteine. Gebt mir nicht noch mehr Megasteine, bitte. Ich will nur einen Feuerstein. Hm. Ein geheimes Pokémon für ein Level 63er Pokémon. Ich glaube nicht, dass wir ein Level 63er Pokémon haben, ehrlich gesagt. Nee, ich denke nicht. Okay. Oh, du bist es. Ich verkleide mich nicht gern, aber ich hatte Angst, dass ich jemand begegnen würde. Dein kleines Abenteuer in den Bergen ist gut gelaufen? Gut, nun keine Zeit zu plaudern. Ich gehe in den Shade Forest, einen ganz speziellen Ort da. Folge mir bitte absolut nicht. Okay. Nicht mal. Es ist ganz sicher nicht der spezielle Ort in dem Wald, in dem du gefangen gehalten wurdest. Oh. Aha. Dinge passieren da, die viel zu gefährlich sind für kleine Kinderaugen. Aber wenn du trotzdem gehen würdest. Es gibt etwas sehr Interessantes, das da passiert.